Ja moin, ich bin wieder mit der Jumbo unterwegs. Das ganz, ganz große Segelabenteuer. Erstmal hier Richtung Portugal. Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Martin. Ja, und das ist meine Jumbo, eine Bavaria 34 Holiday. Ich bin gestern in Emden gestartet, in Ostfriesland. Ja, dann erstmal aus der Ems raus, ein bisschen gegen angekreuzt. Und bin dann in der Nacht hier in den englischen Kanal hineingefahren. Ja, da liegen jetzt etwa noch so drei etwas härtere Tage vor mir, für den anderen Segler und Nonstop-Segler auch. Ist natürlich der englische Kanal auch eine große Herausforderung. Im Moment hier der Wind so um die 20 Knoten. Das wird aber in den nächsten Tagen ein bisschen mehr, wahrscheinlich heute Nachmittag schon, soll raufgehen bis auf knappe 7. Windstärken hier aus Nordost ist natürlich nicht so schön, wenn der hier so aus Nordost, Nordnordost in den englischen Kanal reinbläst, weil dann die Strömung dagegen steht. Und Strom gegen Welle ist natürlich nicht zu unterschätzen, das muss man ernst nehmen. Ja, ansonsten erstmal alles gut, ziemlich kalt im Moment hier noch für Juni. Ich bin gespannt, wie es hier laufen wird. Wir gucken uns auf jeden Fall mal so das Einhandsegeln an und die Herausforderungen des englischen Kanals an. Na, schauen wir mal. Müder Punkt. Ja, ich habe das relativ konsequent gemacht letzte Nacht. 20 Minuten Intervall schlafen. Ich glaube, ich koche mal was. Es gibt da einen Curry Chicken. Wir haben jetzt eine Soße. Ja, leg mal los. Ja, neuer Ofen. Der alte war jetzt wirklich fast Schrott. Bon Appetit! Okay. Ja, okay. Ja, hat sich gerade hier eins von den Frachtschiffen mit mir abgesprochen. Frachter Ilan. Ja, also ich halte jetzt hier mal Kurs und Geschwindigkeit und wir passen beide auf. Ja, muss ich ein bisschen ausharren. Ja, schon wieder 20 Minuten rum. Ja, der kommt jetzt gleich hier durch. Vor mir. Sollte alles passen. Ja. Ja. Kanal 6 ist immer der Kanal, wo man sich dann abspricht. Ja, ich check dann hier alle 20 Minuten einmal aus dem Fenster. Ja, wie gesagt, das Schiff, was uns da an Steuerbord überholt hatte, hatte ich natürlich hier vorher über die AIS-Warnung schon bekommen und hatte so am Schirm und das passt da alles. So, dann gucke ich auf die Karte drauf, ob das so generell vom Kurs passt und wie der nächste Wegpunkt jetzt hier von der Richtung in Entfernung ist. Ja, und dann gucke ich auf den Kartenplotter, den habe ich ja hier einmal in der Ecke, aber hab den natürlich vorne auf dem Tablet dann auch nochmal. Ja, und hole mir dann hier die einzelnen Daten nochmal rein. Sehe dann hier auch, welche Schiffe um uns herum sind. Sieht man hier, das sind hier die Dreiecke hier. Und hole mir dann da Winddaten rein hier.
sich da was geändert hat. Jo. Und dann stehe ich einmal auf tatsächlich und gucke hier auch nach am IS. Oder wenn ich angefunkt werde, klar, dann gehe ich natürlich hier auch zum Funkgerät am Kapitänstisch. So, wenn der gleich hier vorbei ist, dann geht es aber wieder in die Koje. So, jetzt geht's in den nächsten 20 Minuten Schlaf. Gute Nacht. Den Kurs jetzt hier ein bisschen küstennah abgesetzt, um hier ein bisschen Schutz zu suchen. Ja, ansonsten bin ich hier so, ja, im Moment knapp 30 Knoten, wie gesagt, vorhin bis 32 rauf. Immer noch mitlaufenden Strom. Das wird wahrscheinlich noch so mindestens für eine Stunde sein. Ja, und dann bin ich ja wahrscheinlich schon an der Ecke. Ja, mal gucken. Ja, der Wind hier im Mittellauf knapp 29 Knoten. Ja, in ganz kurzen Peaks dann auch mal rauf auf 36, das hatte ich auch gezeichnet. Aber so die Böen hier, so bis 32 etwa. Ja, dann hoffe ich, dass ich hier auch an der Südküste Englands hier, an der Küste rund um Dover, dann da auch in die Windabschattung reinkomme. Ja, jetzt bleibt er hier über 30 Knoten. Ja, das war nur eins. Island Inishmore, Dover Port Control Charter 16, over. Meine Vorhersage war eigentlich etwas günstiger. Ja, das ist hier der IS-Alarm. Kommt gerade hier eine Fähre durch, aber alles passt. Ja, geht jetzt hier einigermaßen. Wind jetzt hier schon mal öfter unter 30 Knoten. Ein bisschen weniger, Wellengang geht auch. Klar werden sie jetzt ein bisschen steiler noch, dadurch, dass der Strom sich hier noch ein bisschen weiter aufbaut. Aber sind ja nicht ganz so hoch, hier maximal so 3 Meter. Passt einigermaßen. Ja, ich habe mal nur das Großsegel raus. Mit der Genua hat nicht geklappt, weil ich ja doch zu platt vom Wind bin. Und wenn dann die Wellen, die Jumbo so ein bisschen aus der Kursrichtung werfen und sich schaukelt, dann greift da schneller der Wind hinter die Genua als jetzt hier hinter das Großsegel. Wir machen jetzt hier im Moment so 4 Knoten Fahrt über Grund und 6 Knoten Fahrt durchs Wasser. Ich lasse jetzt erstmal laufen, muss jetzt erstmal hier die Gegenstromsituation abfahren, bin ein bisschen küstennäher jetzt. Jo. Jumbo kann's und macht's. Gleich geht's hier in die dritte Nacht. Ich bin hier südlich von Eastbourne. Ich fahre weiterhin am Rand des Verkehrstrennungsgebiets und wenn ich gleich das Ende erreicht habe, dann setze ich den Kurs ein bisschen weiter südlich ab. Ja, Nachmittag ist hier super gelaufen. Kaum Wellengang hier. Die Jumbo fährt hier wie auf Schienen. Ich habe jetzt vorhin die Schmetterlingsstellung aufgebaut, habe also die Genio mit reingenommen, zusätzlich zum Großsegel. Wind war relativ weit runter auf 15, 16 Knoten. Geht jetzt aber wieder hoch Richtung 19, 20. Irgendwann, je weiter ich jetzt hier Richtung Süden komme, geht es noch mal ein bisschen rauf mit der Windgeschwindigkeit, aber tendenziell dann über die nächsten Tage eher weniger Wind. Ja, so alles gut. Ich bin jetzt hier auch in einem Gebiet, wo etwas weniger Schiffsverkehr ist. Das heißt, ich habe meinen Schlafrhythmus hier schon geändert. Geh mal auf 30 Minuten, ist jetzt auch noch nicht besonders komfortabel. Und letztes Mal nicht, der war ja doch sehr, sehr schlauchend mit 20 Minuten. Boah. Das haut ganz schön rein, aber na, 30 Minuten ist ja auch nicht viel besser, aber ich schau mal. Gucken wir das mal an.
Ja, ansonsten funktioniert alles gut. Den Sailing Gen habe ich draußen hängen, der produziert Strom, kann ich leider auf der App nicht ablesen. Muss ich mal gucken, was da ist, vielleicht habe ich was falsch gedrückt oder so. Nö, Solarpaneele, ja, relativ wenig heute, weil es auch bewölkt war. Das wird wahrscheinlich die nächsten Tage auch sehr ähnlich bleiben, aber Strom haben wir noch genug, das passt ja alles soweit. Jetzt freue ich mich natürlich auf die nächste Nacht hier. Ja, mal gucken, wie es wird. So, ich mache heute hier Wasser, nicht weil ich jetzt den Tank schon leer habe, sondern weil ich zum letzten Mal hier vor etwa 10 Tagen die Anlage in Betrieb hatte und das ganz gerne so alle 10 Tage machen möchte. Aber ich fahre jetzt hier mal mit relativ geringem Druck, hier 50, das heißt geringer Druck, 50 Bar und etwa so 1,2 Liter pro Minute. Das ist der hier. Hier unten ist das Seewasser, was durch hier das Gute ist. Ich bin hier unter Segel, mache hier etwa 5,2 Knoten Fahrt durchs Wasser. Das heißt, die Anlage bekommt hier durch Sail Drive, da habe ich den Zulauf gelegt, genug Wasser, um betrieben zu werden. Hier auch unter Segel ist jetzt hier relativ geringer Wellengang. So, hier kommt jetzt das Frischwasser raus. Ja, mal gucken, wie es aussieht hier. Mal den mal da rein, ja, das reicht schon. So, gesagt. Ja, sieht ganz gut aus. 108 Parts per Million. Ja, prima. Nee, läuft. Ach herrlich, Alderney hier an Backbord. Habe ich auch eine sehr gute Erinnerung. Bin ja vor ein paar Jahren hier mal lang gesegelt. Einige Stops gemacht. Nee, sehr schön. Ja, das mit dem Wasser machen hat auch sehr gut geklappt. Ich habe ja eine gute Menge rausbekommen, 80 Liter pro Stunde im Schnitt. Ansonsten herrliches Wetter hier, freue ich mich natürlich sehr drüber. Im Moment läuft der Strom noch so ganz leicht mit, kippt aber gleich und dann ist er gegen uns. Bin jetzt hier nördlich von Alderney. Beim letzten Mal bin ich hier durch die Inseln gefahren und hatte guten mitlaufenden Strom. Hier oben im Norden ist der Strom etwas schwächer als weiter im Süden, deswegen hier bei Gegenstrom halte ich mich dann hier nördlich von Alderney. Ja, kein Wind, haben wir auch gesehen. Das sieht auch für die nächsten Tage sehr ähnlich aus. Wahrscheinlich schönes Wetter, aber leider kein Wind. Beides bekomme ich im Moment nicht. Ja, dann müssen wir mal schauen. Geht es erstmal weiter Richtung Biscaya. Aber toll heute mit dem Wassermacher, da habe ich totalen Spaß, dass es so geklappt hat. Das erste Mal, dass ich hier auf der Jumbo Frischwasser, mein eigenes Frischwasser produzieren konnte aus Salzwasser. Ja, ist schon ein kleines Highlight für mich. Ja, dann schauen wir mal, wie der Rest laufen wird. Letzte Nacht ein bisschen gesegelt, aber dann zum Schluss auch nur noch auf der Stelle, weil der Wind eingeschlafen ist. Ja, jetzt auch wenig Wind und aus der falschen Richtung. Ja, das wird ein Tag unter Maschine werden. Das sind noch etliche Meilen hier bis zu Biscaya. Es zieht sich dann noch ganz schön hin von Kanalinseln, bis man dann letztendlich hinten an der Ilha do Sol ist. Aber gut, kein Problem. Ja, ich werde jetzt mal fürs Kochen was auftauen für morgen. Ich hatte mir gedacht, ich mache mir Filet Stroganoff. Ich habe hier so eine kleine Dometic-Gefrierbox oder Kühlbox und die zeige ich euch mal. Und natürlich, was ich sonst noch so hier neu habe an Bord. Zum einen hier eine neue Rettungsinsel, Plastimo Transocean. Ich hatte ja vorher die Insel in der Tasche unter Deck.
bin jetzt hier oben etwas besser aufgehoben, weil halt unten auch der Platz sehr begrenzt ist. Den neuen Ofen hatte ich ja schon gezeigt. Eine Halterung für Küchenrolle mit einer kleinen Ablage hier oben. Nur geklebt, hält aber. Selbst bei 30 bis 35 Knoten und heftigen Wellen an den englischen Kanal. Ja, hier oben ist ein Rauchmelder. Hier eine Ecke noch. Dann habe ich hier einen CO-Melder, der aus meiner Sicht ja auch Sinn macht. Insbesondere wenn man hier den Generator betreibt, wo dann unbemerkt vielleicht auch mal Verbrennungsgase hier in die Kabine ziehen können. Dann warnt der natürlich, falls hier die Konzentration zu hoch wird. Bis zur Biscaya sind es hier noch etwa 67 Seemeilen. Ja, das ist hier der Controller der Solarpaneele. Das Steuerbordpärchen, gibt es hier noch ein Backbordpärchen. Ja, läuft im Moment auch gar nicht so schlecht. Kommt gute Wetter raus, ja. An solchen Tagen, wenn es hier ruhig auf See ist, dann versuche ich auch noch ein bisschen was an den Schirmen zu machen. Ja, und Batterien. Ja, das läuft auch ganz gut, 82% Ladezustand. So, und hier unten ist die Dometic Kühlgefrierbox. Ja, hier noch eine Waage, muss ja noch ein bisschen drauf achten. Im letzten Jahr hatte ich überhaupt keinen Überblick. Und diesmal habe ich jetzt mal hier auf Langfahrt auch eine Waage mitgenommen. So, die muss ich mal da rausholen jetzt. Ist natürlich hier auch noch mal ein größerer Stromverbraucher. Dann für morgen Filet Stroganoff. So, die habe ich hier unter den Tisch gebaut. Ich zeige das auch nochmal. So, passt hier super rein. Ist natürlich auch für den Platz gekauft worden. Ich finde die Box gar nicht schlecht. Ist eine relativ kleine, 18 Liter. Kann man einmal auf Gefrieren stellen, einmal auf Kühlen. Ob man sich das dann letztendlich hier vom Stromverbrauch her leisten möchte, für ein paar Stücke Fleisch, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe das hier einfach mal ausprobiert, ob ich das künftig machen werde, weiß ich jetzt auch nicht. Denn ich vermute auch, dass diese so um die 50 Ampere Stunden pro Tag dann auch verbrauchen wird, so rein gefühlt. Kann noch ein bisschen weniger sein oder ein bisschen mehr. Hängt natürlich auch immer von den Außentemperaturen ab. Ja, aber ansonsten ist hier natürlich unterwegs verankert, zum Beispiel für Eiswürfel und alles mögliche, was man sich da kalt halten möchte. Oder auch als Backup für den Kühlschrank, falls der Kühlschrank mal ausfällt. Haben wir zumindest noch die Möglichkeit, ein paar wichtige Dinge in die kleine Box hier hinein zu tun und dann damit zu kühlen. Ja, was noch? Wir haben ein paar Haken hier vorne noch. So, hier noch die Hakenleiste. Ganz gut. Ja, und ich werde hier noch mal ein bisschen was machen. Ja, Solarpaneele kommen jetzt auch besonders ein bisschen heraus. Oh, läuft. Alles klar hier an Bord. Friedlicher Abend hier noch, die Sonne geht gleich hinter den Wolken dort unter. Ja, es hat ein bisschen aufgeklärt, war ja doch total bedeckt hier über den Tag und kein Wind, den ganzen Tag motort. Ile d'Ossau habe ich jetzt hier etwa so 20 Seemeilen an Backbord voraus, das heißt die Biscaya ist nicht mehr weit. Aber auch noch so etwa so 20 Seemeilen, da fängt sie für mich an. Ja, ich freue mich drauf. Alles gut soweit. Bin mal gespannt, wie es auf der Biscaya laufen wird. Ist ja jetzt dann auch meine vierte Biscaya-Überquerung. Ja, wir gucken mal. Aber erstmal geht es jetzt hier hinein in die Nacht. Läuft hier. Ile d'Ossau hier an Backbord, quer ab. Ja, noch so 10 Seemeilen, 9 Seemeilen etwa, dann bin ich hier raus. Und dann kann ich die Maschine abschalten. Ich möchte gerne hier den mitlaufenden Strom noch so lange wie möglich mitnehmen, dass ich hier in keine Gegenstromsituation an der Ile d'Ossau komme. Das sollte eigentlich gelingen. Ja moin, frisch gebackenes Brot hier, gerade fertig geworden. Ja, jetzt gibt es gleich noch einen Kaffee mit dazu.
Ja, draußen etwas trüb, bisschen regnerisch, aber Jumbo macht hier gute Fahrt bei Windstärke 4 aus West-Nordwest bis Nordwest. Ja, alles läuft und freue mich jetzt hier aufs Frühstück. Ja, das war ganz schön knapp mit denen. Die musste ich tatsächlich anfunken. Wir waren auf Kollisionskurs. Da haben wir schnell beide den Kurs noch geändert. So, ihr köchelt schon das Essen auf dem Ofen. Hier Spätzle und hier Filet Stroganoff gerade aufgesetzt. Da freue ich mich drauf. Ja, läuft und ich freue mich aufs Essen. Viertelstunde noch. War schon was Besonderes. Filet Stroganoff hier auf der Biscaya. Klasse. Ja moin, herrlicher Tag hier, Sonne scheint seit Tagen mal wieder, freue ich mich total. Bin jetzt hier auf Kurs Süd-Südwest. La Coruña liegt jetzt hier etwa 70 Seemeilen an Backbord. Ja, vorhin hat es kräftig geblasen, so ja, starke Windstärke 6. Wellengang war vorhin auch ein bisschen stärker, jetzt geht es hier wieder einigermaßen. Ja, vor 2 Jahren bin ich ja näher an der Costa da Morte gefahren und bin da kräftig durchgeschüttelt worden. Da hatte ich mir damals vorgenommen, das machst du beim nächsten Mal nicht. Und glücklicherweise, toi toi toi, hier draußen bin ich natürlich wesentlich besser aufgehoben als jetzt hier direkt im Küstenbereich. Ja, ansonsten läuft es sehr gut. Die Biscaya habe ich jetzt hier auch relativ zügig überquert. Ja, es gibt eine Planänderung. Der Ursprungsplan war ja nach Portimão in Portugal zu segeln. Und aufgrund der Corona-Lage in Portugal, die sich dort verschlechtert hat, ist Portugal von Deutschland als Risikovarianzengebiet erklärt worden. Auf jeden Fall, wenn Anka dann einfliegen würde, müsste sie hinterher eine Quarantäne, weil es für sie nicht darstellbar. Anka hat den Flug umgebucht, fliegt jetzt nach Malaga in Südspanien. Ich bin ja jetzt noch auf demselben Kurs, auf dem ich nach Portimão gefahren werde, aber werde dann irgendwo Portimão dann an Backbord liegen lassen, wenn ich hier so 500 Seemeilen weiter bin. Ja, das verlängert die Reise um etwa 2 Tage, ist aber kein Problem. Ich habe ja alles klar. Ich habe gestern hier nochmal 120 Liter Wasser gemacht, habe den Tank randvoll, alles soweit gut. Ja, dann geht es jetzt die spanische und portugiesische Atlantikküste runter. Aber gespannt, wie das werden wird.
herrlicher Morgen hier. Ja, die Sonne scheint, ja. Kleine Wolke gerade da. Das erste Mal, dass ich auf dieser Fahrt draußen frühstücken kann, freut mich natürlich sehr. Wird auch von Tag zu Tag hier wärmer. Hab jetzt etwa 1066 Seemeilen hinter mir in 8 Tagen. Das ist ganz gut gelaufen. Befinde mich jetzt hier quer ab von Spanien, Nordspanien. Portugal ist auch schon nicht mehr weit. Läuft ganz gut, ja. Und jetzt gibt es hier das frisch gebackene Brot. Noch schön warm. Ah, herrlich. Kaffee dazu. Ja. Und lass ich es mir mal gut gehen. Ja, da waren wir gerade auf Kollisionskurs, aber der hat seinen Kurs geändert, Gott sei Dank. Wollte ich gerade schon anfunken. Wir haben nur 8 Minuten gehabt, aber alles gut. Da hat er aufgepasst. Auf meinen AES-Alarm kann ich mich wirklich gut verlassen. Das ist wirklich sehr wertvoll. Alles gut. Ja, da fährt sie, der Arabian Sea. Dahin geht es jetzt hier in die nächste Nacht. Ja, läuft ganz gut. Windstärke 4 bis 5, machen so um die 6 Knoten Fahrt. Und ich gehe jetzt in die Koje. Gute Nacht. Jumbo segelt hier immer noch die portugiesische Küste Richtung Süden. Im Moment hier vorm Wind, Schmetterling. Aber Freunde, gehen nur sehr weit nach vorne ausgebaumt. Und da kann der Wind fast auf halbem Wind gehen, da greift immer noch das Segel. Ja, ganz gute Fahrtwellen haben sich auch ganz gut aufgebaut hier in den letzten paar Stunden. Jumbo surft hier gut runter. Muss jetzt ein bisschen küstennaher fahren als die Tage davor, weil ich hier dieses Verkehrsteilungsgebiet umfahren möchte. Und bietet sich das beim Wind jetzt hier an, das östlich zu umfahren, also gehe ich ein bisschen mehr küstennah. Ja, läuft alles, ja. Wenn es so weitergeht, dann wahrscheinlich am Freitag da. 3 Tage noch oder 3,5 Tage. Schauen wir mal.
Ja, leider die ersten Verluste, beziehungsweise der erste Verlust. Das ist hier mein Vorsegelausbaumer. Den hat es gestern Abend erwischt, der ist durchgebrochen, als eine Böe aufkam. Aber den Schuh muss ich mir natürlich selber anziehen. Hätte ihn ja vorher schon mal ein bisschen einkürzen können. Ja, aber ich brauche ihn jetzt hier. Denn der Wind hat kräftig nachgelassen, bläst jetzt hier gerade mal so um die 10 Knoten und ich müsste eigentlich wieder im Schmetterling fahren. Ich werde mal versuchen, den wieder gängig zu kriegen. So, zumindest kann ich verkürzt wieder einsetzen. Ist natürlich jetzt hier nicht alles gerade geschnitten. War ein bisschen schwierig hier auf See mit der Schokolade. Aber gut. So, fertig. Ja, das andere abgebrochene Stück habe ich innen drin. Da möchte ich mir noch so ein Innenrohr, ein passendes kaufen und dann die beiden Stücke nochmal verbinden, damit er ein bisschen stabiler ist, aber erstmal geht's so. Erstmal Frühstück. Läuft. Cabo São Vicente. Die Algarve ist erreicht hier nach 10,5 Tagen. Noch ein paar Stündchen und ich wäre in Portimão. Aber weiter geht's. Wir sind auf Kurs Gibraltar. Wahnsinn!
degrees 21 minutes north, 007 degrees 00 minutes west. I am engaged in flight operations. Request all vessels steer clear of my vessel. This is U.S. Government Vessel 75. Stand by, channel 161069. After. Ja, liegt auf unserer Kurslinie. Ich habe, oder ursprünglichen Kurslinie, ich habe den Kurs jetzt hier schon geändert. Ich wäre sonst 6 Seemeilen an der Position vorbeigekommen. Ich denke mal, das wird eine militärische Übung sein. Ist zumindest auch als militärischer Übungsbereich da gekennzeichnet. Ja, da halte ich mich mal lieber raus. Logischerweise. Ja, der heutige Tag ist auch gut gelaufen, vornehmlich unter Maschine. Ja, da hinten geht schon wieder die Sonne unter, die Tage verfliegen hier wie im Fluge. Ja, die spanische Küste ist hier an Backbord und die Straße von Gibraltar etwa 12 Seemeilen voraus. Ja, bin ich gleich mal gespannt. Also wird schon dunkel sein, wenn wir da durchfahren. Also ich schätze mal noch so 1,5 Stunden, machen ganz gute Fahrt hier mit auflaufendem Strom. Noch 1,5 Stunden, dann haben wir hier Tarifa an Backbord quer ab und dann geht es da durch. Und danach kommt dann Gibraltar. Echt der Hammer hier. Wahnsinnige Strömung hier, über 2 Knoten. Aber toll hier, Steuerbord voraus ist Tanga in Afrika. Ja, und voraus habe ich hier Tarifa. Strom versetzt uns so ein bisschen hier zur Mitte. Gut geht's voran hier. Nur so 2,5 Knoten mitlaufenden Strom sind jetzt hier genau an Tarifa. Liegt hier an Backbord quer ab. Ja, läuft. Wahnsinn Speed hier. Gibraltar hier an Backbord voraus. Das kurze Stück hier noch um den Felsen und dann gehe ich in die Koje. Ich bin so müde. Ja moin, total müde. Boah, spät gestern Abend. Wenig Schlaf gekriegt. Ja, aber ich bin fast da. Noch ein paar Seemeilen hier. Ich habe ein bisschen Speed rausgenommen, weil ich doch sehr früh dran bin. Ich glaube, die Marina macht um 9 Uhr auf oder so. Ja, aber alles gut. Freue mich. Ja, wird gar nicht besser mit dem Nebel. Ich mach schon mal die Fender. Fertig. Soweit ich weiß, ist das hier rückwärts anlegen mit Mooringleine, also römisch-katholisch, wie man so schön sagt. Habe entsprechend alles vorbereitet, werde die gleich mal anrufen. Ja, mal schauen. Da ist die Marina. Ja, hab hier niemanden erreicht, aber ich fall's einfach rein und guck mal. Ja, ich habe es geschafft. Alles hat gut geklappt. Es waren 1660 Seemeilen, die ich jetzt hier in 12 Tagen von Emden nach Fuengirola zurückgelegt habe. Ja, unheimlich spannend gewesen, ja nochmal letzte Nacht hier durch die Straße von Gibraltar. Aber auch davor meist günstige Winde gehabt. Ich glaube 3 Tage war ich im Schmetterling da unterwegs an der Atlantikküste von Portugal und Spanien. Na schön, und jetzt freue ich mich hier auf einen schönen Aufenthalt hier in der Stadt. Habe eine Woche Zeit, bis angekommen, hier noch ein bisschen klar Schiff zu machen, alles in Ordnung zu bringen. Und dann wollen Anke und ich hier die Küste entlang, möglicherweise hier bis Almerimar und wieder zurück nach Malaga. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt gibt es natürlich erstmal das wohlverdiente Anlegerbier. Lokales hier aus Malaga. Ja, dann mal zum Wohl. Oh, meine
Ja, so nach 12 Tagen und immer mit dem Intervall schlafen. Bisschen müde bin ich noch. Letzte Nacht war sehr anstrengend, davor ging es eigentlich, aber letzte Nacht war schon sehr ermüdend. Bis 1 Uhr, bis ich da durch war. Ja, auf jeden Fall nach 12 Tagen, also schmeckt es richtig gut, das Bier hier. Klasse. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss.